So, da. Gott sei Dank haben wir die Kinder endlich im Bett, dass ich in Ruhe einmal in meine Zeitung einen Blick werfen kann. Also am liebsten lese ich ja diese ganze Kriegsberichterstattung. Dieser Libanon ist ja immer für eine Kriegshandlung gut. Das ist ja oft spannender zum Lesen wie ein Lanzer-Roman. Du, Papa! Okay, was ist denn, Burli? Verflixt noch einmal! Papa, ich möchte dich was fragen. Papa, was ist eigentlich eine Kriegshandlung? Bitte lass mich jetzt nicht in Ruhe mit deinen blöden Fragen. Du sollst schlafen. Du, Papa, ist Österreich eine Kriegshandlung? Na, spinnst du schon ganz erst? Was soll denn das heißen? Mir eine Kriegshandlung? Na, so wie eine Eisenhandlung, meine ich, weißt? Aber na, Chopperl. Chappi, eine Kriegshandlung ist doch kein Geschäft, nicht, Burli. Das ist eine militärische Operation. Wer wird denn da operiert? Niemand. Das ist nur bildlich gesprochen. Operiert wird später, also wenn noch was zum Operieren ist. Nein. Eine militärische Operation ist eine Aktion, wo militärisch gehandelt wird. Also ist Österreich doch eine Kriegshandlung. Aber wieso denn bitte? Kannst du mir das erklären? Na, Österreich handelt doch mit Waffen. Mit Waffeln meinst du wahrscheinlich, ne? Die berühmten Tortenecken und die Schnitten. Nein, mit Waffen, mit militärischen Waffen. Wo hast denn das schon wiederum her? Ach, so ein Blödsinn ist doch gar nicht wahr. Wir handeln schon mit intelligenten Produkten aus Stahl meistens und mit Kettenfahrzeugen. Also wir sind bestenfalls eine Eisenhandlung, ne? Außerdem, Burlischau, wir sind doch neutral. Du, Papa, was heißt denn das? Was heißt denn das, neutral? Sächlich. Hast du das noch nicht gelernt in der Schule? Ja, das sächliche Geschlecht. Du, Papa, aber wenn wir keine Waffenhandlung sind und neutral sind, dann gehst du schon mit nächste Woche mit mir auf die Friedensdemo, gell? Demo? Höre recht? Demo? Wo hast denn du solche Ausdrücke her? Du schau lieber, dass du dich ordentlich vorbereiten tust auf einen Beruf, dass du was Ordentliches lernst. Was soll ich denn werden, Papa? Kabarettist? Na, das war noch schöner. Für sowas schicke ich dir auf die teure Schule, dass du dann nachher so eine brotlose Kunst ergreifst. Nein. Überhaupt, Burli, ich muss dich ja aufklären, ja? Alle Menschen, die was nie etwas Gescheites gelernt haben in ihrem Leben, ergreifen später Berufe, die was mit Ist aufhören. Nicht? Kabarettist, Pianist, Gitarrist, Journalist, Alchemist, Antichrist und Polizist. Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? Allerweil, du darfst auf Polizist lernen, als wie blöd gegen einen Frieden umeinander demonstrieren. Für den Frieden demonstrieren wir. Aber hör mal doch auf. Demonstrieren ist immer etwas Dagegenes. Jedes Wort, was mit D anfängt, ist überhaupt etwas Dagegenes. Demonstrieren, demontieren, demolieren, debattieren, desodorieren. Gegen einen Geruch beispielsweise, ne? Außerdem, Burli, ich muss dir ja das einmal wirklich einmal sagen, es ist ja alles kommunistisch gesteuert, dir fällt das vielleicht nicht auf. Der Ivan locht sich doch ins Fäustchen, wenn wir da bei uns gegen einen Frieden demonstrieren und bei einer dürfen sie eh nicht. Aber es geht doch für den Frieden und gegen den Krieg. Eben. Das ist ja eben das Unneutrale. Mit so einer Friedensbewegung weichen wir den Westen auf, weil so eine Demonstration selber ist ja schon ein aggressiver Akt. Das ist ja praktisch eine Kriegshandlung. Wenn zigtausend Leute marschieren ist ja schon was Kriegsmäßiges, nicht? Und dann umeinander schreien, keine neuen Atomraketen, bevor die alten verbraucht sind und lauter so Blödheiten, da müssen sich doch alle fürchten. Die Polizei, die Regierung, die Waffenhändler, die Berufssoldaten, sollen die alle stempeln gehen? Was haben denn die da schon wieder eingeredet, Papa? Wann wirst denn du endlich vernünftig? Jetzt bin ich vernünftig gemacht worden. Die Experten haben mir das alles erklärt, in die Medien, die Kommentatoren und so weiter. Schau, die ganzen Armeen, was da sind, die sind samt und sonders eigentlich Friedensbewegungen, ne? Wenn das vernünftig ist, Papa, dann kannst du mich gern haben. Ich geh zu den Friedensmarschierer. Ich verstoße dich, Papa. Du bist nicht mehr mein Papa. Eine Schlange hat mich an ihrem Busen genährt. Aber Burli, es ist doch alles wegen der Zukunft, bitte, wegen die Arbeitsplätze. Wir brauchen ja doch das Wirtschaftswachstum. Wann ist denn die endlich erwachsen, die Wirtschaft? Die wächst doch eh schon ewig, von Krieg zu Krieg. Ja, Burli, damit wir weiterleben können. Burli, schau, es ist ja nicht wegen mir, es ist ja für dich. Ich werde es ja eh nicht mehr erleben. Aber ich kann was erleben. Nein, ich geh. Papa, Papa, und voll nicht, Papa. Burli, bleib doch, schau, es ist doch eh alles leiwand. Burli, weg ist er.